Diyarbakır. Hm, da waren wir auch schon. Hier. Ja. Und der Weg dann nach Silvan? Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, ihr zwei, seid ihr nicht aus dem Bett gekommen? Ja, ja. So ist das, wenn man rumturdelt. Wie? Was war das? Was willst du denn? Ich will das kommen. Lass doch. Schon gut, schon gut. War ja nicht so gemeint. Können wir einen Wagen mieten? Oh ja, aber ein Jeep, wenn's geht. Schon passiert. Das kann man sogar in Deutschland machen. Dann hat man exakt zur richtigen Zeit das richtige Fahrzeug. Schau eine an. Kluges Kerlchen. Fingst du schon wieder an? Toll, Vedat. Und wo fahren wir hin? Erstmal bleiben wir doch in Diyarbakır, oder? Hier gibt's einiges zu sehen. Eski Diyarbakırlılar buraya Donun Paris'i diyorlar. Donun Paris'i. Das Paris des Ostens. Eyfel Kulesi nerede? Die Alten aus Diyarbakır sagen das. Evet, eski Diyarbakırlılar buraya Donun Paris'i diyorlar. Kim onlar? Eski Diyarbakırlılar? Eski Diyarbakırlılar şimdi Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'de yaşıyorlar. Peki şimdi bu insanlar kim? Onların çoğu köylerden Diyarbakır'a geldi. Sie sind aus den Dörfern nach Diyarbakır gekommen. Evet, insanlar dağlardan köye geldiler. Vom Berg ins Dorf. Köylerden ilçeye. Lice, Silvan gibi ilçelere. Oradan? Oradan Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan Ankara'ya. İstanbul'a, İzmir'e. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Almanya'ya. Doğru. Göç yolu böyle. Göç yolu? Emigrationsweg. Diyarbakır şimdi Doğu'nun Paris'i değil mi? Kendimiz göreceğiz. So eine Erfrischung wie meine vier Freunde könnte ich auch brauchen, liebe Zuschauer, denn wir sind in Diyarbakır und im Moment haben wir sage und schreibe 45 Grad im Schatten. Über Diyarbakır erzählt man vieles. Paris des Ostens, die heimliche intellektuelle Hauptstadt und so weiter und so fort. In Diyarbakır hat man erstens mal die Hitze, dann hat man den Fluss Tigris und in diesem Fluss Tigris gibt es keine Forellen, sondern Melonen. Denn diese Wassermelonen kann man eigentlich als Wahrzeichen von Diyarbakır bezeichnen. Und wie isst man die Melone? Ganz einfach. Man lege die Melone auf einen Stein, nehme die bloße Faust und... Das sind die Gärten von Diyarbakır. Toll. Irgendwie faszinierend. Mitten in einer vertrockneten Ebene ein paradiesischer Garten. Was wird denn da angebaut? Obst und Gemüse für die Stadt. Das ist eine mächtige Stadtmauer. Die ist bestimmt byzantinisch. Evet, Bizans Surru. 5,5 Kilometer uzunluğunda. 5,5? 5,5 Kilometer lang. 72 Kule. 4 Büyükkapı ve kale var. 72 Türme, 4 Haupttore und die Zitadelle. Ist wirklich mächtig. Granitkayalardan yapılmış. Aus Granitfelsen. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şehridir. Belli. Görüyorum. Herkes görüyor. Diyarbakır her zaman önemli bir merkez. Ein imposantes Bild, diese byzantinische Stadtmauer, deren Ursprünge auf die spätrömische Zeit unter Kaiser Konstantin zurückgehen. Die Mauer aus dunklen Basaltquadern gilt als die zweitgrößte dieser Art nach der chinesischen Mauer. Der Verkehr in die Altstadt fließt nach wie vor durch die vier Haupttore, die zum Teil mit Inschriften und Reliefs verziert sind.
Dieser Ort am rechten Ufer des Tigris blickt auf eine bewegte, mehr als 4000 Jahre alte Geschichte zurück und bietet historisch interessante Sehenswürdigkeiten aus vielen Epochen. In der Stadt leben mehr als 500.000 Menschen. Sie ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum dieser mehrheitlich von Kurden bewohnten Region, die auch heute noch politisch nicht zur Ruhe kommt. Von 1978 bis 1988 stand Diyarbakır unter Kriegs- und Ausnahmerecht und hat immer noch einen mit vielen Sondervollmachten ausgestatteten Supergouverneur. Rückständigkeit und moderne Zivilisation prallen hier besonders heftig aufeinander. Elendsquartiere und Flüchtlingslager vor der Stadt sind ein Abbild dieser Situation. Na, schmeckt der Tee, Peter? Gut, wie immer. Das ist das Schöne an dieser Stadt. Man sitzt mittendrin und lässt das Geschehen wie ein Film vorbeilaufen. Ja, das ist wahr. Ich glaube, so muss der Orient auch vor 100 Jahren ausgesehen haben. Irgendwie machen aber diese Menschen hier einen sehr armen Eindruck. Sie sind auch sehr arm. Wo kommt man aber Gewissensbisse? Wir in unserem teuren Luxushotel und vor der Tür liegt die Armut. Tja, sollen wir deswegen in eine billige Absteige gehen? Vielleicht ja. Ach, das ist Unsinn. Damit ist den Menschen nicht geholfen. Ja, das mag ja stimmen. Vielleicht ist ihnen damit wirklich nicht geholfen. Aber ich habe auf jeden Fall keine Gewissensbisse. Und in Deutschland geht das gleiche verwöhnte Leben weiter. Tja, ich weiß. Das klingt alles ein bisschen unlogisch. Sollen wir mal langsam? Ja, und wohin? Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir dann in die Ulujami. Im Zentrum der Stadt liegt die Ulujami, die an der Stelle einer ehemaligen byzantinischen Kirche im 8. Jahrhundert erbaut wurde. Ihr Stil erinnert nach Umbauten im 11. Jahrhundert an die Umayyaden-Moschee von Damaskus. Ungewöhnlich ist die Form einer Pfeilerbasilika mit erhöhtem Mittelschiff und flachen Decken. In der Rangordnung der wichtigen Moscheen des Islam wird die Ulujami von Diyarbakır unter den ersten 10 genannt. Der Moschee angeschlossen waren zwei Medressen, deren Schulen der Medizin und der Theologie sehr bekannt waren. Buradaki insanları anlamıyorum. Cami deme. Şehirde konuşan insanları da. Kürtçe konuşuyorlar. Burada çok Kürt var. Bir kitapta okudum. Ve camide Arapça dua ediyorlar. Arapça çok zor. Türkçe kolay mı? Türkçe kolay. Arapçadan daha kolay. Bu cami ama Arap camii değil. Anadolu'daki en eski Selçuklu camii. Die älteste Selçukische Moschee in Anatolien. Ne zaman yapıldı? 1091 yılında. Adı ne? Ulu Camii. Der großzügig angelegte Innenhof mit den Nebengebäuden der Moschee wurde erst kürzlich restauriert. Er ist Treffpunkt vieler Menschen aus Diyarbakır und Umgebung. Hier stehen auch zwei überdachte Şadırvane, die Brunnen für die religiösen Waschungen. Die alte Sonnenuhr ist wahrscheinlich aus der Zeit des 6. Jahrhunderts, als hier an dieser Stelle noch die Thomaskirche stand. Seht ihr, was da ist? Nee. Was soll denn da sein? Da, dieser verrostete Eisenstab. Ach ja, was ist denn damit? Früher wurde diese Moschee hier zeitweilig auch als Karawanserei genutzt. Und nach dem, was die Leute erzählen, gab es damals viele Skorpione. Und viele der Reisenden sollen den Tierchen zum Opfer gefallen sein. Und nachdem alle Versuche gescheitert sind, diese unerwünschten Tiere zu beseitigen, hat ein Hoja dieses Ding da angebracht. Das muss auch eine Figur dargestellt haben. Wahrscheinlich eine Schlange. Und dann gab es keine Skorpione mehr. Und die Gäste konnten in Ruhe schlafen. So ein Schwachsinn. Sag das nicht. Mit diesen Legenden und deren Glaubwürdigkeit ist das so eine Sache. Das möge jeder halten, wie er möchte. Die wunderschönen Fresken mit Tierabbildungen über dem Eingang der Moschee sind allerdings schon ungewöhnlich. Die älteren Männer der Stadt, die hier ihren Tee trinken, haben sicherlich einen ganz anderen Gesprächsstoff.
Wir gehen auch weiter und suchen ein schattiges Plätzchen in einem der zahlreichen Gartenrestaurants. Das sieht aber schon mal lecker aus. Schmeckt auch ganz gut. Na dann, auf jeden Fall. Diyarbakır ne demek? Bakır heißt Kupfer. Und Diyar heißt so viel wie Land. Kupferland oder Kupferstadt? Diyarbakır da Bakır var mı? Evet, var. Ergani'de büyük bir bakır fabrikası var. Belki çarşıda eski bakır eşya vardır. Alte Kupfersachen. Çarşıya gitmek istiyorum. Yarın. Sag mal, warum sind eigentlich die Wassermelonen hier so groß? Das hat mehrere Gründe. Einmal werden die Wassermelonen in Gruben gezogen. Und die Anbaufläche wird vom Tigris überschwemmt. Praktisch wachsen die Melonen unter Wasser. Und das Wichtigste ist, dass sie als Düngemittel Taubenmist verwenden. Speziell dafür gibt es hier in der Nähe eine Taubenzuchtanlage. Taubenmist? Ja, Taubenmist. Das gibt ein gigantische Wassermelonen, die bis zu 60 Kilo schwer sind. Quatsch. Doch, früher sogar bis 100 Kilo. Die sind manchmal so groß, dass wenn du das Innere herausholst, ein Kind da reinsetzen kannst. Du würdest dann also da reinpassen. Ach, findest du? Von Diyarbakır aus sind Ausflüge in die nahe Umgebung und weite Landschaft der Region ein Erlebnis. Aber bitte keine Hektik, liebe Freunde. Yavaş yavaş heißt es besonders hier im Osten des Landes. Immer mit der Ruhe und Geduld. Dann kann man die Sehenswürdigkeiten auch viel besser genießen. Dicle Nehri. Der Tigris. Fırat ve Dicle. Euphrat und Tigris? Lernt jeder in der Schule. Çünkü buraya, Mezopotamya'ya yaşam veriyorlar. Ja, sie spenden Leben. Zu her yerde yaşam veriyor. Ama Fırat ve Dicle buradaki insanlar için bir mit. Bir mit? Mythos. Rhein, Nil, Ganges, Volga, alle sind Mythen. Diese Brücke über den Tigris stammt aus dem 11. Jahrhundert und hat 10 Bögen aus schwarzem Basalt. Die Fundamente sind noch aus der Römerzeit. Zum islamischen Opferfest kommen die Besucher aus Diyarbakır hierher und werfen Wunschzettel in den Fluss, der in den Sommermonaten nur wenig Wasser führt. İşte Mezopotamya burada başlıyor. Çok eski bir kültür. Hier beginnt Mesopotamien. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar çok eskiden beri burada yaşadılar. Eskiden beri? Evet, çok eskiden beri. Seit alter Zeit. Beri heißt seit. Eski evler çok güzel. Başka şehirlere benzemiyor? Nein, keine Ähnlichkeit mit den anderen Städten. Tipik evler. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu'nun tipik şehirleri. Üç merkez. Üç eski merkez. Ve üç komşu şehir. Drei Nachbarstädte. Urfa, Mardin, Diyarbakır. Bir türkü var. Türkü? Was für ein Türke? Türk değil, türkü. Türkü heißt Lied. Hat das mit Türk zu tun? Manche sagen, die Lied vom Türkü kommt von Türk und bedeutet den Türken eigen. Nasıl bir Türkü var? Urfa Mardin'e bakar lele 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 cane. Urfa şarkı Mardin. Bu türküyü biliyor musunuz? Hayır. Ama biz şimdi Diyarbakır'a bakıyoruz. Evet, Diyarbakır'a bakıyoruz. Wir fahren weiter den Fluss entlang in Richtung syrisch-irakische Grenze. Der Tigris ist in türkischen Karten auch als Dicle Nehri ausgewiesen.
In den Tälern der hügeligen Landschaft wird vielerorts Tabak angebaut, den wir in deutschen Zigaretten als hellen Anteil bei orientalisch-amerikanischen Tabaksorten wiederfinden. Nach der Ernte werden die Blätter zum Trocknen in Gestelle aufgehängt und meist vor Ort in kleine Streifen geschnitten. Die karge Landschaft nahe der syrischen Grenze ist die Heimat der Christen von Turabdin, die sich hierher zurückgezogen haben. Sie gehören altchristlichen Gruppen der syrisch-jakobistischen oder der assyrisch-orthodoxen Richtung an, deren Patriarch seinen Sitz in Damaskus hat. Midyat ist eine Stadt mit starker christlicher Prägung. Heute leben hier nur noch wenige christliche Familien, stark zurückgezogen von der muslimischen Mehrheit der Bevölkerung. Minarett und Glockenturm stehen direkt gegenüber. Ein seltenes Bild in der Türkei. Das alte Kloster von Midyat ist Wohnstätte für nur noch eine Familie. Es gibt noch eine Reihe von unbewohnten Klosterruinen in der Umgebung. Die Ausnahme ist Mar Gabriel, rund 30 Kilometer von Midyat entfernt, heute der Bischofssitz dieser Region und christliche Eliteschule für Jungen. Ein Besuch der christlichen Kirchen ist lohnenswert. Ausländische Touristen werden freundlich empfangen, wenn sie Interesse aufbringen für das Leben dieser Menschen als kleine, geduldete Minderheit. Die Kirchen stammen oft aus dem 5. und 6. Jahrhundert und sind Musterexemplare frühchristlicher Sakralarchitektur. Das Kircheninnere ist eher spärlich ausgestattet. Nur der Altar ist meistens reich geschmückt. Die kirchlichen Riten, Lieder und Texte sind oft in jahrhundertealten Büchern festgehalten, die noch heute in Gebrauch sind. Midyat ist auch als Zentrum christlicher Silberschmiede bekannt. Bis in den großen Basar von Istanbul ging ihr handwerklicher Einfluss zur Herstellung von Schmuck, Zierrat und Sakralgegenständen. Von den zahlreichen Werkstätten in Midyat sind allerdings nur noch wenige übrig geblieben. Das Silberhandwerk mit feinster Filigrantechnik ist vom Aussterben bedroht. Damit beschließen wir unseren Ausflug in Midyat und fahren zurück nach Diyarbakır. Das ist Tabak aus Diyarbakır. Das wird hier angebaut, wie ihr schon gesehen habt. Das ist alles von hier? Alles aus dieser Region, ja. Und wie schmeckt das hier? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht probiert. Willst du mal probieren? Ja, okay. Ja, das geht. Den hier will ich noch angebaut. Ja. Auch. Ich kann wieder drehen. Sollen wir was nehmen? Ja. Bin gespannt. Leicht. Der Bazar von Diyarbakır ist Pflichtprogramm für jeden Besucher der Stadt, denn orientalischer kann es auch auf den Märkten des Nahen Ostens nicht zugehen. Meistens herrscht ein großes Gedränge. Die Bewohner der Stadt und der Region kaufen hier fast alles ein, was sie zum Leben brauchen. Handwerk und Handel liegen dicht beieinander, zum größten Teil nach Art der Waren und Berufsgruppen getrennt. Thank you.
Von hier aus sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Altstadt bequem zu Fuß erreichbar. Folgen wir also unseren Freunden auf den letzten Rundgang durch das alte Diyarbakır. Das hier ist auch sehr interessant. Das ist die einzige Moschee, dessen Minarett sich außerhalb des Moscheekomplexes befindet und auf vier Säulen ruht. Nach einem Aberglauben sollen die Wünsche von demjenigen in Erfüllung gehen, der siebenmal zwischen den Säulen hindurchschlagen. Hör doch auf mit dem Unsinn! Viele Leute starren uns schon an. Guten Abend! Ich denke, das ist ja so üblich. Was hast du dir denn gewünscht? Das sagt man doch nicht. Das hier ist der Hasan Pascha Khane, eine alte Karawanserei aus dem 16. Jahrhundert. Eines der schönsten von Diyarbakır. Heute nutzen es die Teppichhändler. Toll. Oh, dieser Brunnen erst. Da oben müssen die Räume für die Gäste gewesen sein. Ja, genau. Jetzt aber weiter. Das hier ist die Safa-Moschee. Das Interessante an dieser Moschee ist das Minarett. Man hat bei dem Bau im Mörtel duftende Pflanzenkräuter beigemischt. Warum denn das? Damit es gut duftet. Es verbreitet einen süßlichen Duft. Bis vor kurzem hat man das Minarett mit einer Hülle bedeckt und nur freitags geöffnet. Und so hat man den Duft lange Zeit konservieren können. Ja, es gibt ja auch zwei interessante kleine Kirchen, die heute noch genutzt werden. Leben denn hier Christen? Oh ja, es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber es gibt noch einige. Sind hinter mächtigen Mauern verborgen und bilden eine Insel der Ruhe und Besinnung in dieser lärmenden Großstadt. In diesen Schutzräumen leben Christen einer kleinen armenischen Gemeinde und Familien der syrisch-orthodoxen Jakobiten, denen diese Kirche der Jungfrau Maria gehört. Dieser Meryemana Kilisesi sind ein Pfarrhaus und eine ehemalige Schule angeschlossen, die heute auch als Wohnhaus genutzt wird. Ursprünglich war der Kirchenkomplex ein offener Rundbau mit mehr als 50 Metern Durchmesser. Das heutige Kirchengebäude ist nur die Apsis davon, deren Grundmauern 1700 Jahre alt sind. Ich lasse Sie allein mit unseren vier Freunden und sage auf Wiedersehen bis zur nächsten Sendung.